Einen schönen guten Morgen. Das mehrstündige Spitzengespräch zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist ohne greifbare Annäherung zu Ende gegangen. Gegen 22 Uhr verließen Bahnchef Medon, Personalvorstand Sukale und GDL-Chef Schell die frühere Bahnzentrale in Frankfurt am Main. Über Inhalte wurde nichts bekannt. Laut Transnet-Chef Hansen soll die Bahn ein neues Angebot vorgelegt haben. Am Vormittag werden Stellungnahmen erwartet. Allerdings dämpfte ein GDL-Streikleiter bereits die Hoffnungen, es sei wohl nichts rausgekommen. Er gehe davon aus, dass bald wieder gestreikt wird. Nachdem das Landgericht Hamburg der Deutschen Telekom den iPhone-Verkauf in seiner bisherigen Form verboten hat, will T-Mobile heute Maßnahmen vorlegen, um die Auflagen zu erfüllen. Zwar läuft noch ein Widerspruch, doch der Konzern fürchtet um das Weihnachtsgeschäft. Auf Betreiben von Vodafone hatten die Richter moniert, dass das Apple-Handy nur bei der Telekom erhältlich ist, ausschließlich im T-Mobile-Netz funktioniert und zudem ein 24-Monats-Vertrag abgeschlossen werden muss. Für jedes verkaufte Handy droht der Telekom nun ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro. T-Mobile ist nun in der Zwickmühle, entweder der iPhone-Verkauf wird eingestellt oder die Kopplung an das eigene Netz wird beendet oder man lässt es eben drauf ankommen und macht weiter wie bisher. Das zumindest hat T-Mobile Deutschland-Chef Humm angekündigt. Für Kanzlerin Merkel sind Neuwahlen kein Thema. Der Bild sagte sie, sie gehe davon aus, dass die Koalition bis zur Wahl 2009 hält. Allerdings gäbe es um den Mindestlohn in der Tat einen Grundsatzstreit. Baden-Württembergs Regierungschef Oettinger hat vor Steuergeschenken gewarnt. Der Schuldenabbau und der Erhalt staatlichen Vermögens müsse Vorrang haben, sagte Oettinger in einem FDD-Interview. Mehrere Unionspolitiker hatten zuletzt für Steuersenkungen geworben. Der Preis für US-Öl ist in der Nacht auf fast 100 Dollar pro Barrel gestiegen. Das Fass kostete in der Nacht 99,29 US$. Händler nannten als Gründe den schwachen Dollar und den bevorstehenden Winter. Die EU hat Japan aufgefordert, den Walfang in der Antarktis zu stoppen. Das Vorhaben gefährde das Überleben der Buckel- und Finnwale und sei auch aus Sicht der Wissenschaft unnötig. Nach 44 Jahren hatte Japan die Jagd auf Buckelwale wieder aufgenommen. Die Anleger sind weiter verunsichert. Kein Wunder angesichts solcher Themen. Da wäre der schwache Dollar, der hohe Ölpreis, die von der Fed gekappten Wachstumsprognosen und die Gerüchte über eine drohende Insolvenz der Hypothekenbank Countrywide. Der Dow Jones rettete sich mit 0,4% ins Plus bei 13.010 Punkten. Der Nasdaq-Index notierte ähnlich. Der Nikkei verliert 1,3% auf 15.015 Zähler. Der DAX stieg um 1,6% auf 7.630 Punkte, wird allerdings heute sicherlich schwächer eröffnen. Und der Euro, der notiert fest bei einem US-Dollar 48,21. Vizekanzler Franz Müntefering wird in Berlin offiziell verabschiedet. Danach werden seine Nachfolger Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier vereidigt. In Wiesbaden diskutieren Kriminalisten über den Tatort Internet. Und das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit der Frage, ob Väter unehelicher Kinder dazu gezwungen werden können, Tochter oder Sohn zu besuchen. Das war es für heute von uns. Wir sehen uns morgen früh wieder. Tschüss.